5. August 1965, das zweite wichtige Datum in der Nachkriegsgeschichte Frankfurts. Das ist keine Zukunftsmusik mehr, die Zukunft hat schon begonnen. Der U-Bahn-Bau beginnt. Die erste Strecke führt von der Hauptwache in die Nordweststadt. Zügig geht der Bau weiter. Lange und tiefe Tunnelstrecken durchziehen die Straßen. Elegant und sanft gleiten die Straßenbahnwagen über diese Schächte. Die größte unterirdische Verkehrsbaustelle Deutschlands neben dem Münchner Stachus. Doch der Verkehr muss weiterfließen. Die City darf nicht veröden. Von diesem Tag an fährt die 35. U-Bahn der Welt in Frankfurt. Die dritte in Deutschland, nach Berlin und Hamburg. Fünf Jahre nach Baubeginn, früher als geplant, verbindet die erste Stadtbahnstrecke die Hauptwache mit dem modernsten Wohngebiet Deutschlands, mit der Nordweststadt. Schnell, sicher, pünktlich und bequem können in diesen Wagen mit den Frankfurter Stadtfarben 230 Personen befördert werden. In 19 Minuten hat man, zum Neid der Autofahrer, von der Peripherie der Stadt das Zentrum erreicht. Die Frankfurter U-Bahn ist unter den öffentlichen Verkehrsmitteln gewissermaßen ein Sprinter. Sie ist das Schnellste. Für eine mehrjährige Übergangszeit fahren auch moderne Straßenbahnwagen auf der U-Bahn-Strecke. Besondere Klappstufen sorgen für bequemes Ein- und Aussteigen. In den Spitzenverkehrszeiten können in der Tunnelstrecke je Stunde und Richtung rund 25.000 Personen befördert werden. Alle drei Minuten wird ein Bahnhof passiert. Man braucht sich nur noch zu merken, welche Farbe die gewünschte Strecke hat und dann dieser Farbe bis zum richtigen Bahnhof zu folgen. Man sieht, für alles ist gesorgt. Und jetzt wünschen wir Ihnen gute Fahrt. Heute kann die Frankfurter U-Bahn auf ein beachtliches Netz blicken. 9 Linien, 87 Stationen, davon 27 im Untergrund in drei innerstädtischen Tunnelröhren. Die Gesamtstreckenlänge beträgt 65 Kilometer. Täglich nutzen etwa 300.000 Fahrgäste die Züge. Diese Triebwagen der Baureihe U5 sind seit 2008 unterwegs. Bis 2015 sollen 146 Einheiten der straßenbahnähnlichen Züge angeschafft werden. Ende 2010 sind die letzten Streckenerweiterungen mit der U8 und U9 in Betrieb gegangen. Sie erreichen den Unicampus in Riedberg und das Neubaugebiet in Niedereschbach. Mit dem Straßenbahntyp R ist die Baureihe U4 verwandt. Sie stammt von Siemens und Düwag. Insgesamt 39 Stück sind von 1994 bis 1998 ausgeliefert worden. Für U-Bahn und Straßenbahn ist der Typ P in Betrieb gegangen. Zwischen 1972 und 1978 baute Düwag in drei Serien insgesamt 100 Züge. Viele sind heute schon ausgemustert oder umgebaut. So zum Beispiel der heutige Typ PTB. Er hat Verbreiterungen an den Türen für Hochbahnsteige.
Viele Stationsnamen der Tunnelbahnhöfe erinnern an alte Straßenbahnhaltestellen. So auch der Bahnhof Alte Oper. In Ost-West-Richtung sind die U6 und U7 unterwegs. Gemeinsam nutzen die Linien den Tunnel in der Innenstadt. Auf der U7 fährt noch die Baureihe U2, der erste U-Bahn-Typ in Frankfurt. Von den über 100 angeschafften Bahnen sind schon viele ausgemustert. In den nächsten Jahren sollen die alten Züge durch den neuen Typ U5 endgültig abgelöst werden. So wird ein Stück Frankfurter U-Bahn-Geschichte zu Ende gehen. Große Zukunftsprojekte gibt es momentan nicht. Beschlossen aber ist die endgültige Trennung von Straßenbahn und U-Bahn.